Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir hatten im letzten Video eine weitere wichtige Kenngröße definiert, die man Zufallsvariablen so zuordnen kann, nämlich die Varianz. Und die misst in gewisser Weise die Streuung, die diese Zufallsvariable um ihren Erwartungswert hat. Also je größer die Varianz, desto weiter streuen die einzelnen Ausprägungen der Zufallsvariable, desto weiter weg können die vom Erwartungswert auftreten. Und ich wollte jetzt in diesem Video nochmal ein bisschen intensiver über die Varianz sprechen, nochmal ein paar Beispiele machen und auch noch eine interessante Eigenschaft von Erwartungswert und Varianz diskutieren, einfach um das Ganze nochmal ein bisschen zu festigen und ein bisschen anschaulicher zu machen, was die beiden Kenngrößen eigentlich so aussagen und wie die sich so verhalten. Dazu betrachten wir einfach mal diese Zufallsvariable. Das ist eine Zufallsvariable, die im Grunde nur drei verschiedene Werte annehmen soll. Nämlich die soll 0 annehmen können mit der Wahrscheinlichkeit 1/2, die soll minus 1 annehmen können mit der Wahrscheinlichkeit 1 Viertel und die soll plus 1 annehmen können ebenfalls mit der Wahrscheinlichkeit 1 Viertel. Und wenn ich davon mir jetzt den Erwartungswert ausrechne, dann ist der eben halt genau 0. Das kann man sich schon allein daran überlegen, dass diese Zufallsvariable hier ja symmetrisch um den Wert 0 ist. Also Ausschläge nach links genauso häufig vorkommen wie Ausschläge nach rechts. Aber man kann es eben halt auch formal ausrechnen. Das ist nämlich diese minus 1 mal 1 Viertel plus diese 0 mal 1 halb plus diese 1 mal 1 Viertel. Also minus 1 Viertel plus 1 Viertel, das ist genau 0. Und für die Varianz, auch die können wir uns ganz klassisch mal eben schnell überlegen. Wenn wir nämlich die minus 1, wenn wir jetzt sozusagen den Erwartungswert von x Quadrat im Kopf ausrechnen, dann haben wir hier diese 1 mal 1 Viertel plus diese 0 mal 1 halb plus diese 1 mal 1 Viertel, das ist genau 1 halb. Und wenn ich davon das Quadrat von dem Erwartungswert abziehe, also 0 abziehe, bin ich bei 1 halb. Also die Varianz von dieser Zufallsvariable ist 1/2. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt lege ich die Extremwerte mal ein bisschen weiter nach außen. Also die 0 soll nach wie vor hier mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 auftauchen. Aber jetzt taucht eben nicht mehr die minus 1 mit der Wahrscheinlichkeit 1/4 auf, sondern die minus 2 mit der Wahrscheinlichkeit 1/4. Das Ganze ist jetzt also weiter gestreckt. Und dann ist es nach wie vor so, dass der Erwartungswert 0 ist. Das können wir uns also wieder überlegen, wenn ich minus 2 mal 1 Viertel plus 2 mal 1 Viertel, das hebt sich halt gegenseitig auf. Und die Varianz ist jetzt 2. Auch das kann man nachrechnen. Wir könnten uns aber auch überlegen, dass sich diese Zufallsvariable hier unten jetzt ergibt als diese Zufallsvariable multipliziert mit 2. Und wir wissen schon, wenn ich halt hier 2x in der Varianz stehen habe, dann kommt das Quadrat von dieser 2 nach außen. Also habe ich 4 mal diese Varianz und das ist eben genau 2. Also dieser Zufallsvariable, die streut jetzt hier deutlich mehr, weil die Ausprägungen eben halt weiter weg sein können von dem Erwartungswert 0. Genauso ist es aber so, wenn ich die Größe dieser Ausschläge gleich lasse, also die sind jetzt nach wie vor bei 1 oder minus 1, aber die Wahrscheinlichkeit, mit der die auftreten, sollen jetzt höher sein. Also hier treten diese Extremwerte ja nur mit der Wahrscheinlichkeit 1 Viertel auf und hier treten sie mit der Wahrscheinlichkeit 1 Drittel auf. Dann auch, ist es auch hier so, dass der Erwartungswert nach wie vor 0 ist. Die Varianz ist jetzt aber 2 Drittel. Also auch dazu könnten wir uns wieder mit dem Verschiebungssatz überlegen, dass der Erwartungswert des Quadrates ist hier eben 1 mal 1 Drittel plus 1 mal 1 Drittel, das macht 2 Drittel. Davon abziehen das Quadrat hiervon, dann bin ich bei 2 Drittel für die Varianz dieser Zufallsvariable. Also auch die ist jetzt größer als diese Varianz, weil der Betrag dieser Ausschläge ist zwar gleich geblieben, aber die kommen eben häufiger vor. Also es ist halt wahrscheinlicher, diese großen Ausschläge zu beobachten. Und deswegen ist auch hier bei dieser Zufallsvariable die Varianz eben höher als bei dieser Zufallsvariable. Jetzt könnten wir uns noch überlegen, was passiert, wenn ich die Zufallsvariable nach rechts verschiebe. Also wenn ich zum Beispiel das Ganze einfach um eine Zahleneinheit nach rechts verschiebe, dann ist es natürlich so, dass der Erwartungswert sich um 1 erhöht. Das ist ja klar, also das hatten wir im Grunde auch schon nachgewiesen. Wenn ich jetzt hier ein plus 1 hinschreibe, dann kann ich das an dieser Summe auftrennen und der Erwartungswert von der 1 ist halt konstant 1.
Wir können es aber auch nachrechnen. Der Erwartungswert hier ist also 1. Und die Varianz ändert sich nicht. Also die Varianz ist mit 1,5 gleich geblieben. Auch das hatten wir uns schon überlegt, ne, dass die Varianz von so einer linearen Verschiebung der Zufallsvariable unbeeinflusst ist, weil die ja nur die quadratische Abweichung zum Erwartungswert misst und der Erwartungswert sich bei dieser Verschiebung ja ebenfalls verändert, also ebenfalls verschiebt. Das macht auch Sinn. Die Streuung sollte hier ja nicht größer sein als da, nur weil das Ganze ein bisschen weiter rechts auf dem Zahlenstrahl auftaucht. Wenn ich jetzt aber die ganze Verteilung nicht mehr symmetrisch mache, also wenn ich jetzt nach wie vor die Zahlen minus 1, 0 und 1 zulasse, aber eben halt mit diesen aufsteigenden Wahrscheinlichkeiten ein Sechstel, ein Drittel, ein Halb, dann ist es natürlich so, dass sich der Erwartungswert verschiebt, weil jetzt natürlich diese Einsen hier deutlich häufiger vorkommen als diese Minuseinsen, die das also nicht mehr so schön kompensieren, wie das hier gewesen ist. Und deswegen verschiebt der Erwartungswert sich jetzt hier Richtung 1. Und auch die Varianz ist jetzt hier eine andere mit 5 Neuntel, ist die Varianz jetzt hier also minimal größer, als sie hier bei dieser Zufallsvariable ist. Einfach weil der Erwartungswert ein bisschen weiter rechts liegt und dementsprechend der Weg von diesem Erwartungswert hier zu diesem Ereignis halt ein bisschen größer ist. Gut, wir wollen uns jetzt nochmal ein bisschen theoretisch nochmal anschauen, und zwar ganz allgemein die quadratischen Abweichungen von so einer Zufallsvariable zu einem beliebigen Wert, nach wie vor natürlich gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie überhaupt auftreten. Also im Grunde haben wir hier ja, wenn wir jetzt hier nicht dieses ominöse μ stehen hätten, sondern wenn wir hier jetzt den Erwartungswert stehen hätten, dann wird ja hier genau die Varianz stehen. Also die quadratische Abweichung zum Erwartungswert und das eben gewichtet mit der Auftrittswahrscheinlichkeit. Und jetzt möchte ich das eben mal allgemein machen, also mir sozusagen das Ganze als Funktion von diesem μ das Ganze auffassen und sagen, wie ist denn dann diese quadratische Abweichung zu diesem μ, wenn ich das Ganze mit den Wahrscheinlichkeiten gewichte. Und insbesondere interessiere ich mich dafür, diesen Term hier zu minimieren. Also ich möchte wissen, für welches μ muss ich hier wählen, damit hier etwas möglichst Kleines rauskommt, um diese quadratischen Abweichungen zu minimieren. Und dazu muss ich mir natürlich nicht nochmal an die Analysis erinnern. Dazu betrachte ich nämlich einfach die Ableitung von dieser Funktion hier nach μ. Also ich leite das Ganze einfach nach μ ab. Und dann ist es eben so, dass diese Summe hier als linearer Operator natürlich, also beziehungsweise das Differential als linearer Operator einfach über die Summe drüber geht. Und dann habe ich hier eben, brauche ich im Grunde eine Kettenregel. Also da muss ich, wenn ich nach μ ableite, kommt die 2 eben runter, wird zu einer 1 hier oben. Und dann brauche ich noch die innere Ableitung, also die Ableitung von diesem Term nach μ, das ist minus 1, deswegen steht hier dieses Minuszeichen. Und die Massenfunktion px von x, die bleibt einfach als Konstante mit erhalten. Und jetzt kann ich das Ganze noch ausmultiplizieren und dann diese Summe hier und diese Minuszeichen hier auftrennen und das Ganze dann die Konstanten noch rausziehen, also diese minus 2 da rausziehen. Dann habe ich nämlich für den linken Teil minus 2 mal x mal Massenfunktion. Und für den rechten Teil habe ich hier minus und minus ergibt plus 2 und auch das μ ist ja eine Konstante innerhalb dieser Summe. Deswegen kann ich auch das rausziehen und habe dann hier nur noch die Summe über die Massenfunktion. Jetzt müssen wir uns die Terme nochmal anschauen. Und zwar ist es eben so, dass hier steht genau der Erwartungswert der Zufallsvariable x. Und hier wird eben halt über alle Ausprägungen der Zufallsvariable einfach die Massenfunktion aufsummiert. Da hatten wir uns schon mehrmals überlegt, dass das hier immer 1 ergeben muss. Also steht hier am Ende minus 2 mal Erwartungswert plus 2 μ. Und wie man sich noch hoffentlich erinnert aus der Analysis, ist es natürlich so, dass ich das Minimum von so einer Funktion immer an der Nullstelle der Ableitung finde. Das heißt, ich interessiere mich jetzt hier für die Nullstelle hiervon. Ich setze das Ganze gleich 0. Das heißt, wenn hier eine gleich 0 steht, dann bringe ich die 2e von x noch rüber, teile noch durch 2 und kriege dann eben raus, dass μ gleich e von x ist. Rein formal fehlt jetzt hier natürlich noch der Beweis dafür, dass das ein Minimum ist und kein Maximum ist. Das kann man sich aber relativ leicht überlegen, weil
Hier natürlich nur positive Terme auftauchen. Das Ganze ist eine konvexe Funktion wegen diesem Quadrat und die muss natürlich ein Minimum haben. Jetzt noch den letzten Begriff, den wir einführen wollten, und das ist die sogenannte Standardabweichung. Und zwar bezeichnet man unter der Standardabweichung eben die Quadratwurzel aus der Varianz. Und damit versucht man so ein bisschen von der Größenordnung her die Quadrate wieder rückgängig zu machen, die in dieser einzelnen Summe auftauchen. Dann hat man zumindest so von der Größenordnung her etwas, was man mit den ursprünglichen Ausprägungen der Zufallsvariable vergleichen kann. Und das werden wir halt ab und zu nochmal brauchen, je nachdem, welche Eigenschaften man sich so überlegen will. Es ist halt manchmal praktischer mit der Varianz oder manchmal ist es eben auch praktischer mit der Standardabweichung zu rechnen. Gut, das war es auch schon wieder für heute. Wir haben nochmal so ein bisschen mit der Varianz rumexperimentiert, uns nochmal so ein bisschen halt überlegt, welche Eigenschaften die so hat und das Ganze an praktischen Beispielen verdeutlicht. Und wir haben eben halt nachgewiesen, dass wenn ich mir die quadratischen Abweichungen gewichtet mit den Wahrscheinlichkeiten anschaue, dass das dann eben halt minimal wird, wenn ich die quadratischen Abweichungen zum Erwartungswert betrachte. Und das ist im Grunde der Schlüsselzusammenhang zwischen Erwartungswert und Varianz. Und wir haben den Begriff der Standardabweichung kennengelernt. Beim nächsten Mal möchte ich über ein allgemeineres Konzept dieser Kenngrößen reden. Möchte den Begriff der Momente einführen und dann bei der Gelegenheit auch zwei weitere Kenngrößen einführen. Und ansonsten würde ich mich wie immer über Kommentare, Fragen oder Anregungen sehr freuen. Bis dahin erstmal, ciao, ciao.